Astala, hallo Muchachos, herzlich willkommen hier beim Zigo bei der neuen Reaction von den Losers. Wir sind am Stissel, ein neues Video von Satta Hugo, nachdem wir uns gerade dem bedrückenden Thema um Mikis Streaming-Karriere-Ende gewidmet haben. Schaut euch die Reaction auf jeden Fall an, falls ihr sie noch nicht geschaut habt. Geht's was Lustiges rein? Wir gucken den satten Hugo und mal Bossa ist auch am Start. Hallo. Cringe. Cringe Bossa ist natürlich auch am Start. Endlich mal ein bisschen Fun in die Hose, ja? Freu mich drauf. Yeah! Okay, auf geht's. 8 Minuten 33. Wer ist die schöne Dame auf dem Bild? Digga, bist du dumm? Den kannst du dir direkt aus der Fantasie löschen. Das bin ich, Alter, mit fucking Bart und langen Haaren. Da hat gerade ein Trucker gedacht, ich kann seine Auto... Spannfahrt entspannter machen, Alter. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Kannst du Doppelkinn-Foto machen? Kannst du wie Hugo Jawline-less sein? Nein. Das ist das Krasseste, was ich kann. Boah, Alter. Digga, Alter, einfach der Kiefer verschwunden, ey. Er hat diesen Knochen nicht. Das war doch editiert, das zweite Ding, oder? Das kann ich doch gar nicht. Hä, wie Alter, geht das? Wo ist das Kinn? Hä? Warte, Marvin, du auch? Ja, warte, ich krieg's hin, warte mal. Warte, ich schalte mal da auf Vollbild hier. Ich krieg's nicht hin. Also sah es gut aus? Ich glaube, es sah nicht gut aus. Ich hab sogar so, warte mich an, ich hab nur noch 2 oder 3 Finger breit Kinn. Einfach ein Charakter aus Bob's Burger. Stimmt, die sehen auch so aus, ja. Jeremy kennt sie alle. Nicht sein, der hat ja sein Kinn völlig eingefahren. Der Hals ist weiter draußen als sein Kinn, das geht doch gar nicht. Der ganze Gehirn, wirklich der Adamsapfel ist einfach weiter raus als sein Kinn, ey. Bei ihm war krass, aber da wurde noch nachgeholfen. Das ist... How to Quit schreibt gerade noch einfach Worms. Das trifft ganz gut. Das gute alte Worms Armageddon, ey. Doch gar nicht möglich. Das ist ja nicht Deko, falls du es gerade denkst. Aber er hat echt keinen Unterkiefer, oder? Da fehlt einiges, ja. Dieser dumme wurde mir jetzt so oft geschickt, Digga. Ich wurde so oft verlinkt auf diesen Phone. Bro, wie kriegt er das denn hin? Ich habe das selber noch nie probiert. Jetzt will ich das auch einmal probieren. Aber ich glaube, bei mir geht das nicht, Digga. Ich weiß gar nicht, wie das soll, gehen soll. Nee, ich muss ja nach hinten. Also weiß ich nicht, wie soll das funktionieren, Digga. Aber also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Digga, sogar Speed hat darauf reagiert. Aber das ist doch geschummelt. Wenn man das so einfach nach unten ran drückt, das ist doch Hallo, geschummelt. Hallo, ich mach doch schon. Digga, machst du auch die ganze Zeit oder was? Das ist so weg, ey. Was hast du gerade gesagt? Wenn ich was sage, dann pausiere ich schon selber. Dann musst du das nicht machen. Da war gerade Speed. Digga, Speed. Echt, was ist Speed? Das ist der Farbige. Achso, ist das nicht ein Amerikaner? Ja. Er hat auf Hugo reagiert. Der ist überall, Digga. Der war auch letztens, glaube ich, bei so einem Wrestling-Event als Prime-Dose. Auch sehr interessant. Hat da mitgecatcht. Ach so, ist das dieser Prime, ist das der Drink von ihm? Nein. Ist doch von Logan Paul und noch irgendwem, oder? Ja, aber ist aber ein anderer. Okay. Krass, ey. Ja. Okay. Aber das ist doch geschummelt. Wenn man das so einfach nur unten ran drückt, das ist doch geschummelt. Das ist doch geschummelt, das sieht doch voll dumm aus. Das macht doch gar keinen Sinn, Digga. Oder ist doch geschummelt? Ja, heute ist komplett Umzug bei mir. Auch nach dem Stream. Ich glaube, es geht heute so bis 23 Uhr circa. Danach baue ich hier alles ab. Beleuchtung, Stative, Kamera, Bildschirme, PC. Umzug so nervig. Ja, vor allem, wenn sich der Umzug 2,5 Jahre verzögert hat und man dann aber keinen Bock mehr zu warten hat. Ich ziehe komplett auf eine Baustelle. Es ist eine Baustelle. Ich habe kein Internet, ich habe kein Licht, ich habe null Licht. Warte mal, aber höchstwahrscheinlich Umzug unternehmen, ne? Also nicht stressig hier im Sinne von, ich muss hier noch anpacken. Muchachos, wie alt seid ihr? Ich kann mich so an tausende Umzüge erinnern. Das war so brutal, ich kann mich an jeden scheiß Umzug von Marvin erinnern, Alter. Und es war jedes Mal das Gleiche. Du kommst da an, es ist nichts gemacht, Alter. Er hat noch nicht mal seine Sachen in Kartons gepackt, Alter. Jedes Mal. Und Deko hat sich immer ein Umzugsunternehmen geholt und Deko muss immer hier. Na, ich habe mir die letzten 2 Male ein Unternehmen geholt. Hab trotzdem Marvin mitgeholfen. Bei seinem Umzug. Mein Umzug habe ich schön selber bezahlt. Ja. Oh, geil, schnell weitermachen. Licht, ich habe keine Küche, ich habe überhaupt keine Küche, gar nicht. Aber ich habe die Schnauze voll. Leute, ich hole als allererstes Beleuchtung, damit das nicht so dunkel ist. Cordelius ist OP auf der aktuellen Map. Easy Rang 25 ohne Skill. Okay, Leute, wir bauen den Stream doch nicht auf. Wir gehen direkt in Brawl Stars. Jetzt fühle ich mich wie in einem Trimax-Stream. Nee, ich fühle mich nicht wie in einem Trimax-Stream. Da fehlt eine Kleinigkeit. Jetzt bin ich in einem Trimax-Stream.
Das ist es! Jetzt bin ich in einem Trimax-Stream. Holy shit, ist das hell! Der Strom hat mich geradet. Der Strom, ich geh jetzt off. Du hast mich für 2 Sekunden geradet. Ich nehme diesen Raid nicht an. Willst du was essen gehen? Unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist man Flammkuchen. Jetzt noch? Ich hab Hunger. Wir gehen jetzt was essen. Fahr zur Tankstelle und hol dir eine Bocki und eine Pennergranate. Was ist eine Pennergranate? Ein Bier, Junge. Lenny Lenzen, der klingt so, als hätte er das schon ein paar Mal gemacht. Ein Dosenbier. Ey, das wusste ich aber nicht, dass eine Pennergranate ein Bier ist. Ist ein, also ist ein Dosenbier. Ist schon ein Dosenbier. Ein Flaschenbier ist keine Pennergranate. Okay. Ist ein Dosenbier. Ich denke so, ja, 1:30, ich hab noch mal ein bisschen Hunger. Ich hol mir eine Bocki und eine Pennergranate. Digga, Wurst auf einer Kabeltrommel? Ach, Digga, das ist ja ein Ding! Und wie viel Würste es auf der Kabeltrommel gibt, wie krank! 3,5 Meter Wurst, ey. Die haben da einfach einen Turm, wie in so einem... Das ist... Burg. Die haben sich... Die dachten sich, das ist... Ja, das sind so geile Häuser, Alter. Wo ist das? Welche Stadt ist das, oder? Aber genau das Haus mit dem Turm, Alter, das hätte ich gerne. Ich find sowas so geil, aber... Erstmal kannst du es nicht bezahlen und zweitens wird das einfach nur vererbt an die Nachkommen, so da kommst du nicht mal dran, also natürlich, wird es nicht mehr verkauft. Natürlich, natürlich. Diese das sind so geile so Gründerzeithäuser sind das. Weiß der Stil. Gründerzeit. Gibt's auch bei uns, hier, an der Elbe, auch bei dir bei mir an der Ecke. Hamburg ist das, ah, okay. Wie heißt die Straße? Die heißt sogar nach dem. Waldseestraße. Achso, ja, nee, das. Du meinst das Philosophenviertel? Digga, im Philosophenviertel gibt es so kranke Häuser in Hannover, Digga, das sind richtige Villen, da sind mir die ganzen Vorstände. Wie heißt die Straße nochmal? Nachdem der auch der Prinz, der hier putschen wollte, der diesen Prinz Markus von Anhalt. Nee, der andere. Der richtige, also wirklich der Prinz Nachkomme Frederik. Von Kaiser Wilhelm oder so. Ach der, das ist doch hier. Diese wild gewordenen Adligen, die meinen, sie sind so, das die. Besseres und müssen das wieder Prinz wieder von umsetzen. Anhalt. Das ist nicht der gleiche? Das ist doch Prinz Markus, Junge. Das ist doch Prinz Markus von Anhalt. Stimmt, wir haben so einen Muchachos, kurz für euch, falls ihr euch gerade wundert, was labern die Leute da. Wir haben so einen Prügelprinz in Hannover mal gehabt. Der hat irgendwie die Leute mit so einem Regenschirm immer geschlagen. Das war wirklich ein royaler Typ. Der ist immer so negativ in den Schlagzeilen gewesen, aber ich habe auch wieder vergessen, wie der hieß. Sich hier direkt an die Alster ein Schloss hinzubauen. Ja, was muss denn das kosten? Ein Schloss? Das kostet Minimum 5 Millionen. Ja, Digga, viel mehr. Bist du dumm? Das ist einfach ein Schloss. Wie dumm kann man sein? 5 Millionen nur. Chris Kartoffel und Chef Strobel streiten sich bei mir im Chat, wer mehr mit E-Girls schreibt, aber das muss es keinen Streit geben, das ist Chef Strobel. 5 Millionen Euro und wir haben die ersten 5 bekommen von Nymphi Karos. Jo, was geht? Schaut euch mal. Da ist der Support. Beat Saber, Zenith, MMO, Doctor Who und Super Hot für VR an. Liebste Grüße an Babybosser und Mama Bosser. Ach, und hi Deko. Das werde ich mir mal Insta abfotografieren. Was denn? Die Titel für VR, die ihr gerade genannt habt. Oh ja, auf jeden Fall, ja. Dankeschön für den Support, Digga. Bald können wir uns die Wohnung da leisten, ne? Warte, ich guck jetzt nach, wie diese komische Straße da heißt, die ich meine. Warte mal, Prügelprinz Hannover google ich jetzt erstmal. Dann sollst du sofort den richtigen Namen haben. Prügelprinz Hannover. Ja, vielleicht ist das sogar die Family. Ernst August. Ist das auf jeden Fall. Ey, hört auf zu schreiben, Leute, der Schrubbel immer mit E-Girls schreibt. Das stimmt nicht. Der schreibt mit allen möglichen Girls. Der hat Tinder und Hinge. Digga, er hat das so weit eingestellt, er schreibt mit Leuten in anderer Sprache, die er gar nicht kann. So groß hat den Radius eingestellt. Bro, Tinder ist einfach out. Auf Tinder sind nur verrückte Menschen. Ja, wir sind hinten offen wie ein Scheuntor. Hier ist doch der Profi. Das war doch der Profi am Spiel. Bruder! Was? Ach, Digga, Chef Strobel. Habt ihr Chef Strobel gehört? Chef Strobel hat mit einem Satz wollte eine Frage stellen, dann sieht man, sie wird sich eingesendet und Chef Strobel kann nicht mehr weiterreden und sagt, oh. Heute, wie ihr es vielleicht auch im Titel schon sehen könnt, ist es ein Announcement. Also ich glaube, da wird im Chat keiner mit rechnen. Wie ihr sicherlich mal mitbekommen habt, werden wir dieses Jahr ein Sabaton machen. Und der Sabaton wird mein letztes Projekt werden. Danach höre ich auf zu streamen. Es ist kein April-Scherz jetzt. Das will ich auch schon mal sagen. Das ist eine maximale Länge des Sabatons. Also Emily hält einen Rekord vom Sabaton, glaube ich, irgendwie von 800 Tagen. Und ich sage, was Emily kann, das kann ich, da stehe ich hier auf dem Kopfstand ab. Ich kam hierher, hab alles auseinandergenommen. All das, was alle 14, 15-jährigen Pisser wollen, und zwar Streamer werden, sag ich, ich hab genug davon. Adios, amigos. Ich wusste das nicht. Ich hab gestern noch mit ihm geschrieben über die Windchannel. Digga, da macht der solche Ansagen, hört trotzdem nicht auf, Alter. Ja.
Und wir haben uns gestern noch verarscht gegenseitig. Hast du von Mickey gehört? Ich habe nur von Mickey gehört, dass er irgendwie gesagt hat, er macht einen Sabaton ohne Ende. Also es ist Open End. Also kann ein Jahr gehen, kann zwei Jahre gehen. Und er meinte, danach streamt er erstmal nicht mehr. Ist smart zu sagen, dass man halt einen Open End Sabaton macht und danach erstmal also so nicht mehr streamt. Ich glaube, das wird eh ewig gehen, Chat. Bro, der wird ein Jahr live sein, mindestens. Auf Madeira bleibt es safe, doch er ist ein Haus gekauft hier. Ja, für die Leute, die jetzt. Was hat für ein Anfall, Alter? Wie oft man sein Glas umkippt. Deswegen, der Tisch ist noch unbehandelt, muss ich sehr aufpassen. Passt auf mit den Gläsern. Wie macht man das hier auf? Also Chat, ihr könnt die Sachen auch einfach, ihr müsst die jetzt nicht so, das muss nicht aussehen, als wäre das irgendwie so C4 oder so. Ihr könnt auch einfach wie ein normaler Mensch Dinge verpacken, Bro. Wir machen einfach das nächste auf. Das muss nicht aussehen, als wäre das irgendwie so C4 oder so. So, was haben wir hier? Das nächste ist von Pauline. Da merkt man auch direkt, ja. Kurzes Rätselspiel. Welches dieser beiden Pakete ist von einem Guy und welches ist von einem Girl? Sag ehrlich, Chat. Du kannst mit dem Ding auf deinem Kopf keinem erzählen, dass du über 20 bist. Was kommt als nächstes, dass du mindestens 1,70 bist? Ich bin 1,70. Ganz kurz, Stopp, Chat. Jetzt stellen wir es ein für alle mal fest. Oh nein. Geh hier runter, Bro. Oh nein. Ja, 1,77. Aber der einzige Möglichkeit ist Papa Platze, aber das versteht keiner. Oder der Mann ist 2 cm größer als ich, Digga. Es ist so viel, Bro, das ist nicht. Dein Zimmer sieht genauso aus wie das hier vor meiner Tür. So fühlt sich Marvin auch. Ich wollte gerade, ey. Ich hab's nicht gesagt, aber ja, ich hab's in meinem Herzen. Ich hab's einfach gefühlt, Papa Platte. Ich fühle mich genauso. Ey, und das mit 1,80, das ist schon weak, oder? Mit 1,80 sich klein fühlen, ist schon weak, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich schon. Das ist so wie, PatCat fühlt auch war so. War das nicht? PatCat nee, Inscope war das. Das ist so wie als Inscope mit so minimalen Geheimratsecken nach Türkei fliegen und sich Haare transportieren lassen. Weil irgendwelche Leute im Stream eingeredet haben, dass er Geheimratsecken hat. Ey, Jeremy. So ist das, dass Marvin sich mit 1,80 klein fühlt. Jeremy. PatCat, ja, wir machen den Club der kleinen Leute auf, ey. Wir fühlen uns jetzt nicht mehr schlecht. Und ausgeladenes Deko. Club der kleinen Leute, Mindestgröße 1,70. Okay. Bro, ja. Was soll ich machen? Und ich bin jetzt auf der Website von einem QR-Code, den mir ein Zuschauer zugeschickt hat und gib meine f***ing Kreditkarten-Details. Also so nah an ich werd gescammt waren wir noch nie. Okay, $35 sind weg. Jetzt geht der QR-Code. Ja, es führt zu einem YouTube-Video. Ich wurde gefickt, what the f***. ApoRed hat eine 5. Mega, wirklich lustig wäre es jetzt noch, hätte er eiskalt gerade $35 dafür bezahlt, um das Rickroll-Video sehen zu können. Das ist geil, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Scherz von ihm war, dass die $35 abgehoben wurden oder nicht, aber das wär richtig geil. 1 Million Euro Penthouse-Tour in Dubai gemacht. 5 Millionen Euro mit Monopoly-Geld. Ich bin sehr gespannt. Zu dieser ganzen ApoRed-Thematik. Ich werde da erstmal nicht drauf reagieren mehr. Die Person ApoRed aus den letzten Jahren. Digga, der Twitch-Chat sagt Eis. Hat er doch. Das war kein Scherz. Das war so. Er hat eiskalt $35 bezahlt, um dann einen Rickroll zu bekommen. Die hat er wahrscheinlich innerhalb von 3 Sekunden wieder drin gehabt. Also. Ja, ja, also. Aber Ehrenmann, dass er es eiskalt gemacht hat, ey. Ja, finde ich mittlerweile im Internet eigentlich ziemlich lachhaft. Auf ApoRed zu reagieren ist so, als würdest du den Müll der Nachbarn durchsuchen und die Nachbarn bekommen dafür noch Geld. Und was passiert? Die machen noch mehr Müll. Er bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Oh. Ja, aber ja nur negativ. Alter, der Vergleich ist richtig gut von Commander Krieger. Ist wirklich gut, ja. Digga, das ist richtig, richtig, richtig gut, ey. Digga, Commander Krieger einfach ein richtiger Philosoph. Er ist auch ein alter Sack, genauso wie wir, Digga. Der hat das Leben durchgespielt. Ja, zweimal. Er hat einfach die Erfahrung, Alter. Das ist die Lebenserfahrung. Er weiß einfach die Vergleiche, ey. Er hat noch die Boomer-Vergleiche hier. Die sind passend, ey. Und die Boomer sagen, ja, das ist ein guter Vergleich. Let's go. Und er hat davon ja nichts. 98% des Videos sehen, hassen ihn ja dann einfach. Und heute werden wir uns mit dem lieben Apo. Oh, mit dem lieben Apo. Das hasst er, das hasst er. Er will. Scheiße. Ey, Dick, hast du es gesehen? Hä? Was denn? Guck mal. Siehst du das bei Trimax? Er hat den Mabossa gemacht. Er hat sein Greenscreen nicht richtig aufgestellt. Ah! Nee, ich wollte gerade sagen, scheiße, ich habe fast das gleiche wie ApoRed, ey. Stimmt. Fuck. Ich habe mir letztens erst bei das ist von Massimo Dutti, habe ich das geholt. Und ich wollte es im Urlaub anziehen und dann war es mir trotzdem doch ein bisschen zu spießig. Glück gehabt, ne? Aber es ist sehr ähnlich.
Ich hab den gleichen Stil wie ApoRed, scheiße. Heute werden wir uns mit... Was heute du? Werden wir uns mit dem lieben Apo... Oh, mit dem lieben Apo, das hasst er, das hasst er. Er will Red genannt werden, man darf ihn nicht Apo nennen. Apo, 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 das heißt erstens Red. Das heißt Red. Ihr werdet so eine Besichtigung niemals. Ja, bei einem dieser Goofy-Streamer, lass mich raten. Von diesem Goofy-Streamer. Ja, 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 Digga, das ist Commander Krieger, oder? Nein, das ist doch nicht Commander Krieger, okay. Der Lappen. Sieht der aus wie 85, Alter? Nichts gegen Commander Krieger übrigens. Ich liebe ihn. Wer ist denn das? Kennt man den? Nee, oder ist kenn ich nicht, kenn ich nicht. Okay, aber er predicted. Goofy-Streamer. Das ist Gigant. Den Namen kenne ich, Muchachos. Den Namen kenne ich. Ich kenne Gigant, also vom Namen her. Ich hatte keinen Kopf dazu, kein Gesicht dazu, meine ich. Ich kenne den nicht. Aber er hat Upred gut predicted, muss man sagen. Marvin kennt ihn nicht mal, ja? Also bitte flame Marvin mehr als mich. Sass. Chandan Olam, du bist Adam, wir sind unter deinen Eiern. Ich habe hier den besten Kameramann aus ganz Dubai, Sony FX3. 35.000 Euro. Sony FX3, ich glaube, die hatte ich mir auch. Wie, aber, also, er macht eine Roomtour von einer 5 Millionen Dollar Villa und muss dann aber den Namen von seinem Kameramann im Video nennen, wahrscheinlich damit er es kostenlos macht. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber er wird ja gleich sagen, was die Kamera kostet. Los, ich will aber weitersehen hier, du pausierst mir zu viel, let's go. Ja, der gute Apo, er ist ja reich. Auch damals angeschaut, ey, die kostet doch 4.000. Mit Sonnenbrille für die besten Lichtverhältnisse, ja, das stimmt. Professioneller Kameramann. Ja, hier sieht man auch, wie gesagt, Atlantis the Royal, Nummer. Crazy Kameramann. Oh, ich sag mal ganz so, er sagt, bester Kameramann, der kriegt euch mal die Blende eingestellt. Red, der allererste, holt nur das Beste. Ja, geht. Eigentlich hätte ApoRed sich auch mal eine Red-Kamera holen können. Und das wäre wirklich lustig und krass zugleich. Und let's go, lass uns dahin. Ah, okay, da waren die am Anfang. Digga, wenn wir gerade 1000 Euro fürs VR-Kit ausgegeben haben, wollen wir uns einfach mal so eine Red-Kamera holen? Die sind richtig krass, Alter. Ja, danach können wir unser Leben noch in die Insolvenzfalle reinschieben. Wir könnten eigentlich, lass uns doch ein neues Unternehmen gründen. Dann auf Kredit diese Kamera kaufen und einfach Unternehmen Insolvenz machen. Den Hasen oder? Gemacht, ne? Ist das nicht der, ist das, das ist der schlaue Hase. Der schlaue Hase. Hab ich gehört. War ein Tipp von ApoRed. Warum holen wir uns nicht einfach ein Haus so? Aber auch. Geht auch. Ja, let's go. Geht auch. Ich habe von Bauunternehmern gehört, die so betrügen. Die hier verkaufen Hausbau, Haus wird dann gebaut, aber sehr viel gespart von dem Geld und dann wird die Firma einfach geschlossen und die Leute mit dem Haus stehen halt da und haben ein kaputtes Haus. Max schreibt eiskalt geklippt, zeige ich dann der Polizei. Danke Max! Danke, richtiger 31er hier am Start, Alter. Was zum Fick, ey. Water Island. Oh. Du kannst einfach hier im Stream auch keine Geschäftstipps mehr teilen. Warte mal, wer ist das? Wer ist das? Ja. Wer hat das gesagt? Max. Max. Der Gute, wie Marvin sagt, Furnier Max. Max, bitte 5 Minuten Timeout. Einmal Max, bitte 5 Minuten Timeout. Danke. Okay, mache ich. Weiter. Wird Timeout gesetzt. Max, selbst schuld. Der künstlichen Insel. Warum ist der Sound jetzt auf einmal Arsch? Der beste Videograf. Bester Kameramann der Welt. Beide haben Mikrofone, aber es ist gerade das Kameramikrofon nur an. Ja, Tamam, bester Kameramann, hast du gesagt, was denn mit dem Ton, Bruder? Ich verstehe nichts, das ist genauso wie, als wäre ich gerade in der Shisha-Bar und ich höre im Hintergrund die Mitarbeiter reden, weil der eine macht gerade Kohle. So, hey, Bruder, Man hat einfach so diesen Kameramann so stöhnen gehört. Der beste Kameramann mit dem besten Stöhner. Ja, ich habe mir das Video nicht reingezogen von ApoRed, denn Commander Krieger hat schon richtig gesagt, ne, man unterstützt ihn damit nur und er macht noch mehr Videos. Aber Es ist einfach so, ja, es ist einfach so. Aber mir wäre das alles gar nicht aufgefallen, ey, das sind solche Halunken, dass die Leute, die sich das anschauen, einfach sofort alles highlighten und spotten, triangulieren. Was nicht so professionell ist, ne? Was nicht so professionell ist, das ist richtig geil, ey, das ist das Internet, ich liebe es. Ey, aber einfach, dass Apo eiskalt dann so ein Video macht in so einer krassen 5 Millionen Dollar Villa, Alter. Es fällt nur noch gefehlt, dass er behauptet, es wäre seins. Er würde ja jetzt einziehen. Und dann eiskalt noch den Namen vom besten Videografen der Welt nennen muss, damit er es kostenlos bekommt. Und der Videograf einfach der Ton weg ist. Ey, manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles Troll ist. Dass er diese Fehler absichtlich einbaut, nur um sowas zu fördern. Aber er scheint ja irgendwie noch seinen Lifestyle da in Dubai bezahlen zu können. Also zumindest irgendeine Wohnung bezahlen zu können oder leben zu können. Ja. Wobei man ja auch keine Steuern zahlt, ne?
Also Muchachos, okay. Das war ein richtig geiles Video. Unterstützt auf jeden Fall die Hugos. Ja, Satter Hugo, Hungrige Hugo und Hugo alle Let's Hugos. Play. Der gehört zwar nicht dazu, aber wir schmeißen die immer alle in einen Topf. Dankeschön für euren Support. Das Video war wieder legendär. Ja, Kuss auf die Nuss. Schreibt mir in die Kommentare, ja, ob das vielleicht alles von ApoRed nur Fake ist. Das kann natürlich auch sein. Das wäre mein Guess, ey. Ist er eigentlich so wirklich ein schlauer Hase? Dann wäre er richtig schlauer. Also Muchachos, bis dann, reingehauen. Bye, bye.